Ich glaube, das ist das schönste Packaging des Jahres. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in meinem kleinen französischen Atelier. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich war gerade einkaufen und wollte eigentlich nur Fusselbürsten kaufen, weil ich jetzt die nächsten Tage weg sein werde und ich keine Fusselbürsten mehr hatte. Und man kennt's, man läuft so durch die Drogerie und dann findet man Sachen, die man eigentlich gar nicht haben wollte, aber dann sie doch unbedingt mitnehmen muss. Und so erging es mir heute. Catrice hat eine neue Limited Edition rausgebracht, die Wild Escapes LE. Ich habe alle Produkte bis auf eins mitgenommen und wir werden heute schauen, wie das Ganze in meinem Gesicht aussehen wird. Ich hoffe zuallererst, dass es euch gut geht und ihr eine wunderschöne Woche habt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann dieses Video online geht. Heute ist Freitag, der 16. Juni. Ich bin aber die nächste ganze Woche genau 23 Stunden zu Hause. Und probiere so ein bisschen Content vorzudrehen und ich gucke mal, dass ich das alles so ein bisschen hin und her schieben kann. Aber ich will gar keine Zeit verlieren und direkt starten. Die Kollektion ist jetzt in der Drogerie. Ich hoffe, dass sie noch da ist, wenn ihr in der Drogerie seid, falls ihr das ein oder andere Produkt haben wollt. Aber ihr findet die Kollektion auch immer online und dort auch dann wesentlich länger. Ich fand es ganz spannend, weil ich von der LE selbst nicht so viel mitbekommen habe auf Social Media. Kann aber einfach auch daran liegen, dass ich einfach im Moment kaum auf Social Media unterwegs bin. Ich starte aber direkt mit dem ersten Produkt. Das ist das hier und das finde ich ganz spannend. Das ist ein Liquid Blush, ein flüssiger Rouge mit Schimmerpartikeln drin. Ich glaube, es gab den auch noch in einer anderen Farbe. Dieser war aber ausverkauft. Deswegen habe ich mich für die Farbe Rare Adventure entschieden. Ich muss sagen, ich finde die ehrlich gesagt ganz schön. Kommt in so einem Pumpspender, sieht sehr, sehr hochwertig aus. Einmal das Catrice-Logo, diese Farnblätter und so ein bisschen Tigerprint. Und wir drücken einmal, zweimal, drei. Da kommt es schon. Sieht einmal so aus, ist so ein bisschen rosé. Sehr, sehr flüssig. Riecht ein bisschen. Ich kann den Geruch aber noch nicht beschreiben. Ein bisschen blumig. Ein bisschen floral mag ich sehr, sehr gerne. Und wir starten einfach. Ich will gar nicht so viel quatschen, Freunde. Wir hüpfen direkt rein. Das mögt ihr eh viel lieber. Und der Schee ist, das ist ein sehr, sehr nasser Blush. Also er fühlt sich sehr nass auf der Haut an. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger, wie ich ihn auftrage. Normalerweise bin ich immer sehr ins Gesicht. Heute ein bisschen zarter und ihr seht sofort den Glow. Ich muss sagen, also er hat Schimmerpartikel drin. Die sind aber recht zart. Also in der Verpackung sehen sie deutlich intensiver aus, weil sie hier drin natürlich auch so ein bisschen komprimierter sind. Auf dem Gesicht fällt das aber nicht mehr auf. Was ich mir damit sehr, sehr gut vorstellen könnte, ist den als, nicht als Primer, aber so ein bisschen unter die Foundation zu benutzen. Ähnlich wie den Hollywood Flawless Filter von Charlotte, den man ja unter die Foundation geben kann, damit das so einen kleinen leichten Glow durch die Foundation gibt. Und das finde ich mit diesen Blushes, ehrlich gesagt, fast noch besser als mit Liquid Highlightern, die ja meistens recht gold oder recht silbrig sind. Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf eure Hautfarbe an. Ich habe ja einen recht roséstichigen Unterton, wenn ich kein Make-up trage. Im Gesicht. Ich will nicht sagen, dass ich Rötungen im Gesicht habe, aber mein Gesicht ist immer sehr gut durchblutet. Nennen wir es so. Und dadurch kann ich die Foundation auch immer so ein bisschen anpassen. Er ist sehr schön pigmentiert, aber jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich aufpassen müsste. Ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen was an meiner Hand und ihr seht, der trocknet auch gut an. Also der fixiert sich von selber. Man muss ihn nicht fixieren. Ich werde mein Gesicht dennoch gleich einmal setten. Gefällt mir so auf den ersten Eindruck, aber sehr, sehr gut. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht schon das ein oder andere Produkt aus der Kollektion gefunden habt. Ich habe auch gestern erst die Nachricht bekommen, dass es jetzt bei mir in der Drogerie ist. War aber schon einiges weg. Also die scheint wohl sehr beliebt zu sein. Ich muss auch sagen, die ist optisch sehr, sehr schön. Wirklich, haben sie wirklich gut gemacht. Aber das kann Catrice, ne? Also Catrice kann sehr schöne LEs. Das ist halt das Gefährliche daran. Ich fixiere mal ganz kurz mein Make-up. Wir haben ein Produkt, davor habe ich ehrlich gesagt ziemlich Angst. Also bleibt dran. Okay, wir haben hier den Limited Edition Glowy Bronzer und Highlighter in der Farbe Wild Side. Auch hier, Packaging ist golden. Auch hier wieder mit dem Farnblatt oder Palmblatt und dem Tigerprint. Und dann machst du das Ding auf und Fenty Beauty schreit dich an. Wir haben ein einfach, das ist ähnlich wie der von Fenty, der Trophy Wife Highlighter. Sehr, sehr pudrig, extrem pigmentiert. Es ist definitiv nicht die Farbe, die ich als Highlighter benutzen würde. Der Bronzer soll glowy sein. Ich sehe aber keine Schimmerpartikel. Auch den swatchen wir einmal. Ja, der sieht so ein bisschen wet aus, aber recht warm. Den tupfe ich mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen hin.
Der ist mir zu warm. Der ist sehr leicht. Ich glaube, wenn ihr sehr hell seid, könnte der funktionieren. Also sehr, sehr hell. Ja, ne? Also er hat schon so einen leichten orangey Touch. Ich kann ihn auch nicht mit dem Highlighter mischen, dann wird es einfach zu... Ja, das sehe ich aus wie, weiß ich nicht, ein Schmuckstück. Das sehen wir immer aus, ne? Wie ein kleines Schmuckstück, aber nee. Also das ist kein Highlighter, den ich benutzen kann. Was man damit machen kann, ist natürlich ihn als Lidschatten benutzen oder so. Würde ich jetzt aber sagen... Nee. Also, ist jetzt nicht schlecht, aber ist nicht meine Farbe und ist auch nicht die Kombination, die für mich funktionieren würde mit dem Highlighter. Ich habe ihn mitgenommen. Ich wusste das schon. Ich habe es erwartet, dass der sehr pigmentiert ist und sehr, sehr intensiv Gold ist. Ist aber eine gute Alternative zu dem Trophy Wife Highlighter, ne, von Fenty Beauty. Also, wenn ihr dunklere Haut habt, könnte der Highlighter definitiv was sein. Ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass es... das vielleicht in zwei Versionen gibt. Einmal in der Farbe mit einem hellen Highlighter und einem sehr dunklen Bronzer mit diesem Highlighter. Dass man da so eine kleine Variation hat. So kann ich beides nicht so richtig benutzen. Mein Gott, ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Hüpfen wir einmal kurz runter zu den Lippen. Meine Lippen fühlen sich nämlich ein bisschen langweilig und traurig an. Und da bin ich sehr gespannt, denn es erinnert mich an etwas. Ich weiß nur noch nicht was. Das sind die High Shine Lipstick Pens aus der Wild Escape Kollektion. Gibt es in drei verschiedenen Farben. Du drehst hier hinten und dann kommt es hoch. Sehr, sehr luxuriös. Dreht es nicht zu weit raus, weil sie sehr, sehr weich sind. Pinkigeren. Das ist die Farbe Purely Savage. Die sind extrem pigmentiert. Und ich liebe ja im Moment rote Lippen, ne? Die Farbe Unknown Desert. Auch der... ja, wobei der gar nicht so rot ist. Den benutzen wir. Freunde, kommt, ihr kennt mich, wir probieren es einfach. Also, sie riechen nach Kokos, sie sind sehr, sehr pigmentiert, auch in dem Swatch. Ich bin nur zwei, dreimal links und rechts lang gegangen und die haben einen sehr, sehr hohen Shine. Du siehst auch, die hinterlassen so einen leichten farblichen Touch auf der Haut. Ich benutze nichtsdestotrotz auch meinen Lip Liner, damit das alles so ein bisschen mehr Struktur hat. Das ist wie immer der Anastasia Lip Liner in der Farbe Deep Taupe. Und wir gehen jetzt einfach mal mit dem Roten hier lang. Also es fühlt sich sehr luxuriös an. Es sieht auch luxuriös aus. Sehr cremig auf den Lippen. Wow. Wunderschön. Das Ding im Standardsortiment ist ein Bestseller. Wunderschöne Farbabgabe. Sehr intensiv. Sehr, sehr glossy auf den Lippen. Also es fühlt sich wirklich so an, als hätte man Gloss aufgetragen. Der wird natürlich nicht halten. Ne? Also das ist kein Produkt, was den ganzen Tag drauf ist. Kleiner Hinweis, es ist nicht möglich, das Produkt wieder reinzudrehen. Es liegt aber an der Formulierung. Das ist eine sehr, sehr weiche Formulierung. Wenn du zu weit rausdrückst, dann bricht dir alles ab, beschmiert alles rum. Das ist extra eine Verpackung für diese Art von Produkt. Ne? Dass du nur einen halben Millimeter rausdrehen kannst, einmal klicken, das Produkt kommt raus und das reicht auch. Sonst ist es einfach zu viel und du kriegst es nicht mehr zurück und das ist auch nicht so gut für die Formulierung. Es fühlt sich sehr schön auf den Lippen an. Es ist super pigmentiert. Liebe ich. Liebe ich sehr. 10 von 10. Allein dafür hat es sich gelohnt. Okay, Freunde. Da bin ich sehr gespannt, aber ein bisschen skeptisch. Erstmal Packaging. Wunderschön. Es ist groß. Gut, ich habe jetzt nicht so große Hände. Größer als die Mixercreme von der Fläche her. Fühlt sich auch gut an, ist ein bisschen schwer. Auch hier hast du eine haptische Textur drauf, was das Ganze sehr wertig macht. Und dann klappst du es auf und hast eine runde Palette in Pizzaform mit einem blauen großen Lidschatten und 2, 4, 6 Farben drumherum. Eine sehr spektakuläre Farbzusammenstellung, wie ich finde. Ich finde, es sieht super luxuriös aus mit dem Hintergrund, ne? Und dann so ein cleanes Outfit, diese Palette... könnte auch eine hier eine Dior-Kampagne sein. Nein, Spaß beiseite. Ich finde die Farbzusammenstellung mutig, weil ich jetzt auf dem ersten Eindruck nicht sehe, was ich damit schminken wollen würde. Ich finde das aber gut, weil man muss dazu sagen, wir haben mittlerweile alles gesehen. Du kannst keine Farben neu erfinden. Es geht jetzt nur noch um die Farbkollektion und Zusammenstellung. Und die meisten Personen, die Make-up in der Drogerie kaufen, von diesen LEs, wie man verschiedene Looks schminkt. Nur ich weiß es gerade nicht. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, welchen Look ihr damit schminken würdet. Was würdet ihr in die Lidfalte geben? Was würdet ihr aufs bewegliche Lid geben? Ich glaube, dass man damit sehr schöne monochrome Looks machen kann. Ich glaube, das tun wir jetzt auch. Also das Blau
Sehr, 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 sehr cremig. Geht so ein bisschen in die Pastellrichtung. Hast eine gute Farbabgabe. Das Grün ist ein bisschen trockener, aber nicht pudrig. Es liegt aber einfach an der Farbe sehr intensiv. Wir haben hier noch so ein Orange. Ähnliche Textur wie das Grün. Ich mag die Kombination sehr gerne aus Grün und Orange. Und die Schimmertöne sind natürlich wie immer eigentlich genial. Eigentlich wollte ich so gern das Grün benutzen, aber wir haben neulich sehr viele grüne Looks gemacht. Deswegen gehe ich erstmal hier in diesen, ja, Knochenton, klopf ab und setze mir den in die Lidfalte als Transition Shade. Kann damit so ein bisschen mein Lid fixieren. Mag ich manchmal ganz gerne. Ich finde es immer gut, wenn es in der Palette mit drin ist. Für so ein bisschen Möglichkeit. Sorgt natürlich auch dafür, dass alle anderen Lidschatten sich deutlich besser verblenden lassen. Ich muss dazu sagen, ich mag das Bild, was ihr gerade seht, sehr gerne. Diese Lippe, diese zarten Augen und dann diese Palette hier. Sehr gut pigmentiert für so einen zarten Ton. Das ist ja fast meine Hautfarbe, nur ein bisschen dunkler. Man könnte natürlich auch den Bronzer nehmen, ne? Und dann das Gold, ne? Nee, das wird mir jetzt zu spektakulär. Wobei, wir gucken mal. Ich nehme jetzt hier den Orangeton. Der hat ein bisschen Kickback, ist jetzt aber nicht schlimm. Ich setze mir das erstmal leicht in die Lidfalte für den Übergang. Und kann so ein bisschen aufbauen, die Farbe. Das ist natürlich bei diesen intensiven Farben immer schwierig zu gucken. Will ich eher eine matte Base? Will ich eher eine trockene Base haben? Oder soll es eher eine feuchte Base sein, die dann den Lidschatten aber deutlich, deutlich besser hält? Man hätte das Orange auch beispielsweise als Inner Corner Highlight benutzen können und dann einen ganz grünen Look. Oh nein! Das hätte ich gern gehabt jetzt. Ausgeblendet, das Grün ausgeblendet mit dem Blau. Maxim. Kann man die beiden verbinden? Nee, das wird schlammig. Ich hätte eine Farbkombination gefunden. Ja, das ist immer das, wenn man das Produkt sieht. Ich finde aber, das ist das Schöne an Make-up. Also, das will ich nicht, dass wir das falsch verstehen. Es soll auch so eine kleine Herausforderung sein. Man soll sich ja auch so ein bisschen kreativ ausleben können. Das Orange gefällt mir sehr gut. Ist sehr, sehr gut pigmentiert. Ich ziehe das hier hinten so ein bisschen raus, dass das Ganze spektakulärer wird. Man kann es natürlich übertreiben, so wie ich, wie immer. Muss man aber nicht. Aufs bewegliche Lid gebe ich mir jetzt hier diesen Schimmerton mit dem Finger, denn der ist nicht so super, super cremig, sondern eher so ein bisschen trockener, sodass man den ganz gut mit dem Finger auftragen kann. Er hat aber einen schönen schimmernden Reflex. Also der ist nicht so grob schimmernd, sondern hat einen sehr fein subtilen Schimmer, sodass man den mit Sicherheit auch gut in der Lidfalte tragen könnte. Und jetzt wollte ich mal was probieren. Was könnte. Das Grün unten wäre natürlich auch ein Look. Ich wollte jetzt aber so ein bisschen Reverse Eyeliner mal probieren. Dafür nehme ich mir einen sehr, sehr präzisen Lippenbrush und gehe tatsächlich in diesen schimmernden, dunklen, schokoladigen Braunton und setze mit denen an den unteren Wimpernkranz. Buff mir das so ein bisschen hier oben in die Lidfalte rein, in den Wimpernkranz rein und ziehe mir nur einen ganz, ganz leichten Liner. Seht ihr das? Also ich probiere wirklich den unteren und oberen Wimpernkranz so ein bisschen zu verbinden. Und dann hinten nur so einen leichten Wing. Macht das Ganze ein bisschen weicher wieder. Hat ein bisschen Fallout, aber sieht schön. Probiert das mal aus. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt keine neue Technik, aber die kommt gerade wieder so ein bisschen hoch, dass man eher den Liner ein bisschen weiter unten ansetzt. Das macht das Auge nämlich optisch ein bisschen breiter. Nice. Cute, she's cute. Und jetzt auf die Entfernung seht ihr natürlich auch den Look, wie er so ein bisschen aussehen soll. Also, ich bin ehrlich, die Farbzusammenstellung ist ein bisschen aufwendiger, um daraus einen tragbaren Look zu machen. Du kannst aber kreativ damit sein, ne? Also ich habe es jetzt probiert, so basic wie möglich zu machen, dass es alles noch so ein bisschen passt. Jetzt würde ich aber ganz gerne den roten Lippenstift ein bisschen reduzieren. Und du siehst, selbst wenn du diesen Schein ein bisschen wegnimmst, ist immer noch die Lippe leicht eingefärbt. Ich gehe jetzt mit dem orangenen Ton rein. Das ist eine krasse Textur. Ja, gefällt mir besser. Es gibt noch was anderes, Freunde. Das fand ich ganz süß. Habe ich mir mitgenommen, weil ich ja jetzt unterwegs sein werde. Und das ist die Glam Door Volume Mascara. Erstmal in einem wunderschönen Waldgrün. Und zwar in Mini. Und Mini-Mascaren gefallen mir persönlich immer sehr gut, weil ich sie A. regelmäßig austausche und dann nicht das Gefühl habe, dass ich unnötig Produkt in den Müll werfe. Hat das klassische Glam Door Bürstchen. Ihr seht es hier. Es ist konisch, ein bisschen zusammenlaufend. Ist ein Gummibürstchen. Recht flexibel. Einmal ganz nah ran und dann. Oh nein, ich habe hier überall Haare. Fokussiere ich die Mascara auch wirklich nur außen hin.
dass es diesen Lifting-Effekt ein bisschen verstärkt. Die Glam & Dolls sind halt super, ne? Lassen sich auch sehr, sehr gut aufbauen. Nass in nass. Boom. Das habe ich erwartet bei der Mascara. Macht den ganzen Look sehr, sehr schön. Ist perfekt für unterwegs. Ist perfekt für die Handtasche, wenn man nicht so viel Platz hat. Sehr, 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 sehr gut. Also wenn ihr die Glam & Dolls Mascara sehr gerne mögt. Grandios. Ansonsten glaube ich, Lippenstifte und Blush sind schon nice. Hätte ich gerne im Standardsortiment in verschiedenen Farben, in verschiedenen Texturen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, welche Farbe dieses Produkt hier hatte. In der anderen Farbe, aber die Lippenprodukte sind phänomenal. Ihr seht das, Farbe intensiv, wunderschöner Glow auf den Lippen. Ähnlich vom Finish her wie die Maybelline Vinyl Matte Inks heißen die, glaube ich. Halten natürlich nicht so lange, ne? Also die Vinyl-Dinger, da kannst du vieles mitmachen, das hält. Aber das ist einfach nur ein schöner, frischer Lippenstift. Ja, und die Lidschattenpalette und der Bronzer waren jetzt ehrlich gesagt nicht so meins. Man kann mit Sicherheit schöne Looks draus machen. Optisch grandios, wunderschönes Packaging, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt von der Qualität. Die Farbzusammenstellung ist einfach nur nicht meine. Ist aber völlig egal, weil ich hier nur da bin, um die Qualität zu bewerten. Die ist definitiv sehr gut. Ich bin super gespannt, wie euch diese Kollektion gefallen hat. Vielleicht habt ihr schon was gekauft, vielleicht habt ihr schon ja was getestet. Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in den Tag oder in den Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.